Hallo Freunde, chinesischer Smartphone-Kunst. Ich hoffe, diese weiße Verpackung hebt sich irgendwie noch von meinem Tisch ab. Und ihr könnt erkennen, dass es sich um ein Oppo Reno 3 Pro handelt. Das habe ich heute bekommen von Chuang Chen Chen. Die haben mir das als Leitgerät zur Verfügung gestellt. Und das schauen wir uns heute mal im Kurztest an. Also wirklich nur ein schnelles Unboxing. Ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür, aber ich bin total neugierig. Ich meine, heute ist ja Freitag. Also der Tag der Veröffentlichung ist vermutlich ein anderer. Aber ich will uns mal ganz schnell reinziehen. Ich bin einfach neugierig. Ich meine, es ist ja ein neues Oppo. Viel Spaß. Das Gerät ist bei Chuang Chen Chen gelistet und bestellbar für 517 Euro. Da gibt es da zwei Versionen, einmal 8 GB und einmal 12 GB RAM und 128 GB Festspeicher. Ich verlinke euch einfach alles in der Videobeschreibung, dass ihr die technischen Daten so ein bisschen euch anschauen könnt. Ja, na gut, 5G, ja, das wissen wir jetzt schon. Es steht auf dem Karton drauf. Dann ist eine Quad-Kamera dabei und ist ein 765G Schnappdrache dabei. Und ja, 517 und die andere Version, die kostet dann, glaube ich, 577. Wie gesagt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich würde diesmal eigentlich nur einen Alltagstest machen, aber ich bin einfach jetzt neu. Ich will es mir jetzt reinziehen und das machen wir jetzt einfach mal zusammen. Also, was haben wir hier? Haben wir noch mehr drin? Nee, ich glaube nicht. Nur ein kleines Häffchen. Oppo, alles auf Chinesisch. Okay, das ist hier offensichtlich die International-Version. Okay, dann wäre hier das Telefon in der Farbe weiß. Oh, edel. Nee, das ist so weiß mit Farbverlauf. Schauen wir uns gleich nochmal an. Könntest du noch den Rest hier reinziehen. Da ist ein Ladegerät dabei. Chuang Chen Chen liefert bei International Geräten immer noch einen entsprechenden Adapter dazu. Da muss man sich eigentlich keine großen Gedanken machen. Wir haben hier eine maximale Ladeleistung von 5 Volt, 6 Ampere. Wow, 30 Watt Ladeleistung hier maximal. Aber gut, bei 500 Euro, da erwarte ich natürlich auch schon ein bisschen mehr Ladeleistung. Davon abgesehen, hier ein Silikoncase. Kopfhörer, kabelgebunden allerdings. Und ein USB-C-Kabel sowie noch ein Zahnspangenschlüssel. Okay, sehr gut. Ist ein bisschen überdurchschnittlicher Lieferumfang. Wollen wir das hier mal abnehmen. Fingerabdruckscan offensichtlich hier unter dem Display schon so ange... Okay. Ja. Liegt gut in der Hand. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Geräte, also ich muss sagen, die sind zurzeit, werden die ja alle groß. Das ist auch recht groß. Aber erstaunlich leicht, erstaunlich schlank. Bin ich schon gar nicht mehr gewöhnt. Hier unter 8 mm Stärke. Die Kamera schaut aber aus dem Gehäuse raus. Da sind wir aber bei 0,3 mit Kamera. Das geht auch voll in Ordnung. Und wir haben ein Gesamtgewicht von 173 Gramm. Für die Gerätegröße ist das wirklich bemerkenswert. Ich bin sehr gespannt, was das Gerät hier im PC Mark Battery Live Test hier an Laufzeit abliefern wird. Ich starte es schon mal. Wir haben hier offensichtlich ein gecurvtes Display. Sieht mir schwer nach AMOLED aus. Seht ihr? Und schaut euch das mal an, wie schmal das ist. Ja, das hat wirklich hier, das hat was von Eleganz. Auf der rechten Seite ist der Power-On-Taster. Ist natürlich ganz schmal eben, weil das Display hier in den Rahmen mit reingeht. Und die Rückseite ist matt. Mit Farbverlauf ist nicht ein reines Weiß. Da sind einige Farben. Lila auf jeden Fall ist dabei. Hey, keine Ahnung, hier ein Vierfach, 1, 2, 3, 4, genau, Vierfach-Kameramodul. Das sieht aus wie ein Dual-LED-Flash. Ultra-Steady, okay. Und Oppo. Auf der linken Seite haben wir dann die Lautstärke-Tasten, ja, zwei getrennte. Schöner, lila, glänzender, matter Metallrahmen auf der unteren Seite, SIM-Schlitten, Mikrofon, USB-C und... Ach, kein Klinkenanschluss, seht ihr? Hier noch der Lautsprecher. Und auf der oberen Seite haben wir nämlich noch ein zweites Mikrofon und das war's. Keine Klinke. Oh, schick, schick, schick. Also natürlich nur, wenn man auf dieses gecurvte Display wirklich steht. Wobei, das ist recht dezent. Das ist recht dezent. Das zieht sich jetzt nicht so weit mitten in den Rahmen rein, weil irgendwann, finde ich, stürzt. Irgendwann stürzt. Bei den Note 10 zum Beispiel ging es auch noch klar von Xiaomi. Wo ich es dann eher abträglich in der Haptik fand, das war bei einem Huawei Mate 30 Pro. Da hat mich das dann ein bisschen gestört. Da ist die Lautstärke-Wippe ja schon weggefallen, da war nur noch eine kapazitive Lautstärke-Wippe da. Kurz gesagt, man musste auf der Seite, also auf das Display, double-tappen, damit dann die Lautstärke-Regelung eingeblendet wird. Und es hatte dann einen stark versetzten Power-On-Taster. Das hatte mir alles nicht so gefallen. Wir sehen hier links oben eine ganz dezente Punch-Hole. Ich nenne das jetzt einfach so. Also ein kleines ausgeschnittenes Loch, wo die Frontkamera drin untergebracht ist. Die Hörmuschel befindet sich oben noch im Rahmen. Es gibt auch noch oben einen schmalen Rahmen. Es gibt noch ein schmales Kinn. Aber in Großen und Ganzen ist es doch ein sehr schmuckes Allscreen-Design. Also haben wir hier ein wirklich fantastisches Verhältnis zwischen Display und Gehäuse. Also ich muss sagen, so von der Optik, aber auch von der Haptik, macht es wirklich einen guten Eindruck. Oh, was haben wir denn hier? Ja, können wir hier noch ein Menü einblenden. Screen Recorder, Screenshot, Note. Können wir hier schnell eine Notiz machen. Wenn wir das dann... Das kann wohl nicht wahr sein, was heute
so mal so an Berechtigungen, als benötigt wird. Jetzt haben wir hier noch Calculator und Edit, können wir noch was hinzufügen und File Manager. Schön. Wollen wir noch? Okay, jetzt haben wir es langsam. Ach, jetzt hat er das so reingemacht, so als Floating Fenster über die Notes. Oder? Ach, wir haben schon Gesten voreingestellt. Oh, okay. Schauen, welche Gesten das sind. Ah, hier haben wir noch ein paar chinesische Reste, aber ansonsten ist das hier schön auf Englisch eingestellt. Gehen wir mal in Language, vermute mal, ja, kein Deutsch. Stattdessen ein Haufen asiatischer Sprachen. Philippinisch ist auch dabei. Und Französisch sogar dabei. Er kommt schon, da hätte man noch Deutsch auch noch mit einpflegen können. Muss man sich jetzt hier also erstmal mit Englisch zufrieden geben. Aber ich sag's euch so, wie es ist. Für ein gekürftes Display ist die Haptik erstaunlich gut. Das dürfte ColorOS sein. Klar, wir sind jetzt bei Oppo. Ich muss auch mal gedanklich echt zwischen den ganzen Herstellern hin und her switchen. About Phone mittendrin. Ich habe jetzt echt so ein bisschen gesucht. Ich schneide das eh alles raus. Oppo Reno 3 Pro, hier haben wir die Bezeichnung. Ach ja, Android 10 ist jetzt hier natürlich, ist jetzt inzwischen Standard bei Neuerscheinungen, erst recht in dem Preisbereich. Android Security Patch Level Dezember 2019. Ja gut, das ist ein bisschen, was haben wir eigentlich für eine Zurückgeste? Ah ja, alles klar. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen bei diesen gekürften Displays, dass man die Zurückgeste vernünftig ausführt. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, geht das voll klar. Ja, wir haben hier auch den App-Cloner, Gamespace, wenn man zocken möchte. Splitscreen ist natürlich auch dabei. Hier steht es nochmal, hier 765G, Schnappdrache, Speicher, 111 sind noch frei. Soweit, so Standard. Wobei, ich weiß jetzt schon, was in den Kommentaren kommt. 500 Euro, warum ist da kein 865er Schnappdrache verbaut? Schweinerei, hier Brino, der Sprachassistent. Ja, da kommen wir ja später im Alltagstest nochmal drauf näher eingehen. Und ich muss zugeben, also ich erwarte natürlich, dass dann auch der Standard-Sicherheits-Updates aktualisiert wird, sobald ich hier WLAN eingerichtet habe. Ach, kommt ständig irgendwas eingeblendet. Haben wir irgendwelche Bloatware installiert? Oppo Store, Gamespace nicht. Oppo Plus, ja. Play Store ist hier dabei. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt grundsätzlich ist, aber zumindest ist es so, dass wenn man bei Train Shenzhen ein International-Gerät vorbestellt, also ein Gerät, was eigentlich für den chinesischen Markt gedacht ist oder für den asiatischen, da wird der Play Store nachinstalliert, sofern nicht vorhanden und natürlich sofern möglich. Das ist immer nicht schlecht. Es wird auch immer Bloatware deinstalliert, das heißt, es kann sein, dass jetzt hier wesentlich mehr Bloatware vorinstalliert war, weil da sind häufig chinesische Apps dabei, die uns gar nichts bringen. Also das wird dann alles schon so ein bisschen angepasst, dass die Geräte hier möglichst, naja, reibungslos einsetzbar sind, sagen wir mal so. Schön, schmeißen wir nochmal kurz die Kamera an. Wird hier wahrscheinlich auch wieder ein ganz großes Thema sein. Ja, Single-Front-Kamera und eben eine Vierfach-Kamera auf der Rückseite. Nachtmodus, Videomodus, Foto, Porträtmodus, war zu erwarten. Und morgen haben wir noch Timelapse, Slow-Mo, einen Panorama-Modus und natürlich einen Experten-Modus. Für Experten. Hoppala. HDR können wir noch zuschalten, hier haben wir noch ein paar Filtermöglichkeiten. Frame, Timer, 48 Megapixel, Settings, können wir halt alles noch ein bisschen konfigurieren. Ach, hier ist noch ein Beauty-Mode, den habe ich gar nicht gesehen. Den sollte man immer deaktivieren. Finde ich zumindest, ich finde, man sieht immer ein bisschen komisch aus. So, ich habe jetzt mal ein paar Fotos gemacht, die ich euch einblenden kann. Erstmal ein Porträt mit der Hauptkamera und da sehen wir schön abgegrenzte Kanten. Da hat meine Haare auszuschneiden, ist glaube ich jetzt nicht besonders schwierig, aber sieht schon ziemlich nice aus, sehr detailreich. Farbwiedergabe ist recht natürlich. Und ja, mehr kann man davon jetzt erstmal nicht ablesen. Frontkamera, genau das gleiche, jetzt auch nochmal ein Selfie gemacht. Auch mit der Porträtfunktion, die auch erstaunlich gut funktioniert, wenn ich mir die Haare, also meine Haare, so ein bisschen näher anschaue. Es ist allerdings kälter geworden, obwohl es exakt die gleiche Ausleuchtung ist wie mit der Hauptkamera. Finde ich jetzt nicht unbedingt so nice. Aber ansonsten macht die Frontkamera auch erstmal einen guten Eindruck. Jetzt mit der Hauptkamera fotografiert. Katzen hat er im Übrigen, der hat ja wieder automatischen Szenenmodus, also er kennt die Szene. Ah, das übernimmt da so eine KI. Ist jetzt aber auch nicht immer unbedingt so zuverlässig, denn meine Katzen hat er als Food erkannt, also als Essen. Würde ich jetzt mal nicht so sehen, aber gut, das Gerät kommt aus China. Ich mache nur Spaß. Farbwiedergabe finde ich hier ein bisschen übertrieben, da hat die KI ein bisschen zu sehr nachgeholfen, weil die Katze also ist zwar gelb, aber nicht so gelb, zumal sie auch dann die graue Katze mit beeinflusst hat. Also hat die Kontraste ein bisschen hochgeballert und die Farben intensiviert. Dann aus der gleichen Reichweite mit der Weitwinkelkamera. Wir sehen, ist der Weißabgleich jetzt ein bisschen anders. Es ist erstaunlich verzerrungsfrei, finde ich, wenn ich mir so die Kanten mal so anschaue. Das heißt, keinen radialen Verzerrungseffekt. Also den gibt es schon. Aber ich finde, der hält sich jetzt noch in Rahmen. Aber ihr seht, man bekommt deutlich mehr aufs Bild. Und jetzt wiederum umgekehrt mal fünffache Vergrößerung. Und das, also ist noch erstaunlich detailliert, das Bild, ja. Unglaublich nice, die Katze hier.
Ja, die Katzen, die wirken im Übrigen in echt nicht ganz so dreckig. Das sieht man dann hier nur mit diesen Nahaufnahmen. Aber ich weiß, sollte es mal reinigen. Auf der anderen Seite, man sieht auch die Details besser, oder? Ja, deshalb habe ich den Dreck im Übrigen dann gelassen. Der Dreck ist künstlich, den habe ich aufgetragen. Das war ein unglaublicher Aufwand gewesen, damit man eben auf den Fotos besser Details erkennen kann. Alles mit Absicht, nur für euch. Schön. Dann sind wir jetzt erstmal durch. Ist wirklich, wirklich nur ein ganz, ganz oberflächlicher erster Eindruck. Und ich muss sagen, mir gefällt das Gerät. Also, es kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Das muss man sich dann letztendlich selbst durch den Kopf gehen lassen, ob er bereit ist, über 500 Euro für ein Telefon auszugeben. Aber wenn man das eben übrig hat, was mich wirklich hier positiv überrascht, das ist eben die Haptik. Es ist schön leicht und schön schmal, obwohl es da relativ groß ist. Es liegt wirklich gut in der Hand. Das Verhältnis des Displays finde ich auch in Ordnung. Na gut, es entspricht natürlich auch dem aktuellen Trend, es ein bisschen langgezogener ist. Aber es ist schon ein feines Stück Technologie, muss ich zugeben. Sicherlich könnte sich der ein oder andere auch beschweren, dass das OLED-Display hier nur eine Bitwiederholfrequenz von 90 Hertz hat. Aber finde ich vollkommen in Ordnung. Alles schön flüssig. Passt auf jeden Fall. Schön. Wenn ihr Gedanken zu dem Telefon habt, dann ab in den Kommentarbereich damit. Und das soll es erstmal gewesen sein. Erster Eindruck ist hier positiv, definitiv. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich danke Trading Chen Chen für die Bereitstellung von dem Gerät. Muss mich damit auch ein bisschen beeilen. Der nächste YouTuber scharrt schon mit den Hufen. Also, dann bis zum nächsten Video. Ciao.